Meine Aufgabe bei Radio Kluckshausen ist es heute, die Menschen zu fragen, bist du glücklich? Bitte? Bist du glücklich? Ja, sehr. Sehr glücklich, ja. Was kann die Jugend machen, damit sie auch sehr glücklich ist? Weil sie sind ja immer unglücklich. Na, das bringt es gar nicht. Sie können mehr Freude haben. Ja, mehr Freude. Freude, indem sie auch mal wieder in den Wald gehen und was wir so gemacht haben und nicht den ganzen Tag vom Computer sitzen. Ah, ja, aber das macht auch Spaß. Mir mittlerweile auch. Ja, ja. Und wie heißt deine Homepage-Seite? www.thorsten.muenchow.de thorstenmuenchow.de. Die deutsche Stimme, also wenn man das auf Google reingibt, hast du auch quasi 12.000 Hits, bist du schon. Da schau ich mal jetzt rein. Okay. Mach das. I wanna be your tool, eh? Ja. Danke. Bitte. Ciao. Kleine Lügen auf Heiligkeit in große Schuhe Markus, wir haben uns ja ein paar Mal draußen getroffen. Also wir sind von der Stadt Schlaghausen wirklich ganz stolz, dass wir euch als Team hier auf der Bühne haben. Es ist also, glaube ich, eine wunderbare Szenerie, dass fast alle da sind in Burghausen, so ein bisschen Abseits vom Schuss. Und uns hat es unheimlich Spaß gemacht, einmal einen schneebreiten Radlauf zu sehen mitten im Sommer. Ja, das kommt auch nicht alle Tage vor. Ihr habt nichts kaputt gemacht, ihr habt also wieder kommen. Und wir haben schon viele Filmteams in Burghausen da gehabt, aber ihr wart die Höchsten und die Sympathischsten, die wir uns überhaupt vorstellen haben können. Herzlichen Dank und alles Gute euch. Danken, weil sie so diszipliniert waren, weil sie so gut waren, weil sie sich das Haar schneiden haben lassen und weil sie so deftig mitgespielt haben. Und ich mag alle Kinder Komparsen herum haben von der 7a und 7b. Und wir danken euch recht herzlich. Und dann gehen wir ja alle miteinander, wenn die jetzt aufkommen, und dann gehen wir rüber zum Feiern, oder? Soweit ich das informiert bin, oder? Also, gell? Das wollte ich noch sagen, es sollen wirklich alle mit rüber gehen in den Stadtsaal. Wir haben alles hergerichtet, es sind ungefähr 300 Plätze. Wir haben ein bayerisches Buffet hergerichtet, das sich herz und so einen Film. Ja? Also Essen und Trinken ist auch gesorgt und es wäre schön, wenn wir da drüben noch ein bisschen feiern können. Gut, danke. Also 7a und 7b auch von mir rein. Wir haben jetzt 5 Wochen hier gegeben, das war eine wunderbare Zeit für uns alle, das Team, als Darsteller, wir haben das hier gelassen, das war wunderbar. Ich bin immer wieder gerne hier reingefahren und insbesondere bedanke ich mich beim Oberbürgermeister Herrn Steiner. Ohne seine Unterstützung wäre das gar nicht möglich gewesen. Also herzlichen Dank, Herr Steiner, es war super, dass wir in Reichen Hansach drehen durften. Und wir haben Dank bei dem Herrn Hofgartner, der vom Denkmalschutzamt, glaube ich, der skeptisch war, ob wir dann jetzt irgendwas kaputt machen da draußen und uns aufhören, da die Vandalen, aber wir haben es dann alles hinterlassen, wie es vorher ausgeschaut hat. Recht herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Danke an Herrn Madl, der da uns draußen auch immer wieder geholfen hat. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Natürlich bedanken wir auch natürlich an die Bevölkerung von Burghausen, die mit vielen Komparsen uns unterstützt haben.
an die Eltern der Kinderkomparsen, die viel Geduld hatten und wir haben ja manchmal so länger gedreht, vielleicht 5 Minuten und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und wie gesagt, Burghausen ist ja nicht nur eine Jazzmetropole, sondern wir sind ja langsam auch zur Filmmetropole und wir kommen bestimmt immer wieder gern zurück. Vielen Dank. Mir hat gefallen, dass Mimik nochmal stattfindet. Okay, lass ich zu. Ich bin beauftragt, ich bin der Chef in der Juve. Ich bin der Chef in der Juve von Radical Chaos. Bist du glücklich? Sehr gut. Und du bist halt glücklich? Ja, ja, und weißt ein Rezept für die nachfolgenden Generationen. Wie können sie glücklich werden? Was sollen sie machen? Was sollen sie machen? Das sollen nicht mal, das kommt von selber, das muss man selber finden. Das kann man nicht irgendwie mitteilen, wie das geht. Kann man nicht kaufen? Kann man den kaufen und kannst den mitteilen. Ach ja, gut, okay. Also, jawohl, das rauchen wir ja nicht. Da muss ich nicht. Da bitte glücklich. Super, bitte Herr Knopf. Bin ich ganz baff, du bist nicht nur ein guter Schauspieler, sondern auch ein guter Karikaturist, doch. Also, danke dir. Bitte Herr Knopf. Bring ihn jetzt vorbei. Danke, Herr Moretti. Das ist der Großcousin vom großen Moretti. Ja, hallo. Wir haben uns ja schon mal gesehen. Der Schlusssatz von dem Film hat mir gut gefallen, mit der Lüge, also mit der Wahrheit. Ja. Sagt, wo kommen doch immer jeder nur die Wahrheit sagt. Die Lüge meine ich natürlich. Das war so schön, oder? Wenn nur jeder die Wahrheit sagt, sagen Teddy. Gibt es wegen Gregor Eifert von dem Blöd? Ja, so einmal im Jahr treffen. Einmal im Jahr. Ja, die Wahrheit. Um die Wahrheit geht's. Ja. Und um die Lüge. Ja, ein schöner Film, also übrigens gratuliere ich. Macht's gut, also die ganze Besetzung macht. Die Kinder sind genial. Ja, alle sind, also der Rosenmüller macht einen wirklich schöne Filme, ja. der gehört schon zu den großen. Und vor allem, was mir gefällt, ist, dass die Kinder das alleine regeln. Dass die Erwachsenenwelt nur eine Karikatur ist. Ja, ja, genau. Entweder nur Drama oder Karikatur. Ja, ja, ja. Und die Kinder regeln die Wahrheit allein. Ja, ja. Sich. Ja, ja. Und das finde ich so gut. Das finde ich auch gut, ja, ja. Das ist. Weil die nächste Generation, die immer die Gescheitere ist. Ja. Weil die nächste Generation braucht nicht mehr so viel Schuld aufarbeiten, wie die ja. Leben da singen. Ja, ja. Weil die Schuld des 20. Jahrhunderts ist. Was? Ja. Die Nazi. Aber du, ich glaube, die Schuld, die Schuld 21. Jahrhunderts, da ist auch schon wieder so viel abgelöffelt worden, oder? Zeit, ja, ja, Mann. Ja, kann schon sein. So, dieses Jahrzehnt, oder? Ja. Was der Buschjäger da angestellt hat, das war da wirklich Schrott. Ja, kann man so. Ja, kann man so sagen. Aber das ist in der zweiten westlichen Hemisphäre von so. Stimmt. Aber die haben ja die ersten auch schon kräftig mitgemischt. Ja, ja, ja. Seit Beginn. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Ich muss sagen, der Mr. Kutz. Ja. Kennt ihr eigentlich, da ein paar Meter weiter gibt es ein sogenanntes Knoxaleum. Sein Hauptlokal. Also so ein sehr fantasievolles Lokal. Da ist übrigens auch, also würde sich gut als Drehort ereignen. Ich möchte auch mal ein Spielfilm machen da drunten. Ja. Vielleicht hättest du auch mal die Lust mitzuspielen. Also mit dem Storyboard, da geht es um den Kunstbetrug. Mit einem Filmmacher, die Panzerknoxer-Bande. Also angeregt von der Panzerknackerbande, ja, ja. Die Panzerknackerbande, ja, da geht es darum, man sieht eine Vernissage, große, also Kunst wird präsentiert, also der Knox als Maler,
Vernissage, er ist nicht da, weißt, und alle kommen halt Bussi und Mensch, was hast du, das ist ja ganz nett da, was diese Knochen, aber meiner ist der bessere, den ich habe. Und dann zeigen sie dann die Angeber, dann stellen sie fest, sie haben alle das gleiche. Gleichen Knopf. Ja, so eine Originalfälschung. Der eine hat es in London für was weiß ich gekauft und der andere in Peking, was, also alle verschiedene Preise. Und die werden bei uns da drunten gemacht, weißt, von in dem Haus. Und die sollen top, also diese Rolle möchte ich spielen natürlich dann was, als Doppelknopf. Ja. Da lasse ich eine Maske von mir machen. Und dann komme ich Masken und die. Gratuliere, dein Film ist wieder gut. Hat er gefallen, ja, wie immer, danke. Ja. Wir machen dann wieder die Rolle Helinger, ich muss nicht fahren, ich will ein Bettchen machen. Aber machen Film. Das haben wir jetzt mit Live schon. Ach so, da habe ich die Mama von Markus. Ja, genau, mit Live. Von dem wunderbaren Schauspieler. Und da ist hinten ist der Papa. Nur mit Live schon, ja. Und da ist der Vater von. Nicht verwechseln. Ja. Ja, das ist der, der hoch sein kann. Ja. Ja. Du machst keine Filme. Filme. Ah, ja. YouTube. Also es freut mich, alle meine Fans möchte ich auf YouTube oder sonst wo grüßen. Und es freut mich, wenn ich zu sehen bin und weltweit im Netz stehe. Gut, ja. Der kommt da. Du kommst da besser. Ich bin stolz, seinen geistlichen Kollegen zu haben. Und der macht es grandios. Ich bin nur ein bisschen traurig, dass im Nachspann nicht erwähnt wird, weil er hat sich in die erste Riege vorgestellt. Ja. Das weißt du so gut. Der Vorrat. Ja, so, ja. Erwarten. Den schreiben wir gerade, da kann ich nicht viel erzählen. Ist noch nicht, das ist mein Geheim. Da wissen wir noch nicht ganz, wo es geht. Ah ja, ist eigentlich der dritte Teil schon von Beste gegen Beste. Nein, der wird geschrieben. Der wird gerade geschrieben. Ah ja, da freue ich mich auf den auch. Gut.